hoch über dem Alpsee. In 2700 Meter Höhe schweben die Schweizer Bahnexperten auf einem Drahtseil. Nur ganz langsam kommen sie voran zur zerstörten Kabine. Mehr als 1000 Meter geht es nach unten. Ausgerechnet im steilsten Stück der Nordwand steckt die Gondel fest. Die Vorbereitungen für die Bergung sind am Laufen. Zuschauer fiebern von der Bergstation aus mit. Die Anspannung ist für jeden greifbar. Bei jedem Handgriff, bei jedem Tritt geht es um Leben und Tod. Aus so einer Lage haben die Schweizer Bergbahnprofis auch noch nie eine Gondel befreit. Ich denke, dass es eine spannende Arbeit ist, aber eben entsprechend gefährlich. Und ja, ich denke, die müssen ja erstmal schauen, wie sie zurechtkommen. Also ziemlich schwierig. Respekt und ja. Wir haben lieber sicher den Boden unter den Füßen. Man kommt mit keinen Kran und dergleichen ran. Also wie das funktionieren wird, kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen. Aber es wird funktionieren, bin ich überzeugt. Zuversichtlich sind auch die Experten. Ihr Plan ist es, die Kabine die letzten 280 Meter zur Bergstation zu ziehen. Dort soll sie dann demontiert werden. Für ein Interview haben sie keine Zeit. Hektik ist jetzt lebensgefährlich. Darum steht die Kabine auch noch an derselben Stelle, wo sie verunglückt ist. Das Komplizierte ist natürlich, Sie müssen erstmal prüfen, wie die ganze Statik des Ganzen ist, wie die Teile wirklich miteinander zusammenhängen, was man da macht. Da können es ja verschiedene Varianten eben geben. Ob wir es schaffen, das Ganze auf den vorhandenen Tragseilen und dem intakten Zugseil hochzuziehen, ob man andere Maßnahmen eventuell ergreifen muss. Also das muss jetzt erst wirklich gut geprüft werden, um dann zu entscheiden, welchen Weg gehen wir. Wie lange die Seilbahn gesperrt bleibt, ist weiter unklar. Wer trotzdem auf die Zugspitze von deutscher Seite aus will, dem bleibt vorerst nur die Zahnradbahn. Das dauert und Aussicht im dunklen Tunnel gibt es auch keine. Trotzdem, die Enttäuschung hält sich bei den meisten in Grenzen. Ja, man hat sich darauf gefreut, weil man ja die Urlaubsplanung eigentlich darauf ausgelegt hat. Aber mit der Zahnradbahn, die ist ja trotzdem schon älter, aber nostalgischer und war genauso schön und bin nicht enttäuscht worden. Glück im Unglück für die Zugspitzbahn, verletzt wurde niemand und zurzeit ist Nebensaison. Trotzdem, schon jetzt geht der Betreiber von einem Millionenschaden aus. Wie viel genau ist noch unklar und hängt auch davon ab, wie lange die Bergungsarbeiten noch hoch über dem Alpsee dauern.